Hello again! Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte ein Beauty Bay Haul euch zeigen. Mir ist gestern aufgefallen, ich hatte bei Beauty Bay bestellt gehabt und DHL hat schon wieder aufgerissen. Ich weiß nicht, was das soll. Habt ihr das auch? Also bei mir werden regelmäßig die Pakete aufgemacht von DHL. Ich habe keine Ahnung warum und es nervt. Ich werde es auch fragen, was das eigentlich soll. Direkt. Die Preise schreibe ich euch hin. Ich hatte bestellt gehabt, weil Beauty Bay viele Sachen reduziert hatte. Zum einen habe ich dieses Rose All Day Eyeshadow Palette von der Firma Kariti for a Chance. Diese wunderschöne, ja, die heißt Kariti. Kariti. Bestellt. Da kommt so eine Schutzfolie mit. Und ich fand das einfach eine super schöne Frühlingspalette. Sommer schreit einfach meinen Namen. Und sieht einfach klasse aus. Richtig wie Huda Beauty, bloß noch ein bisschen rosaner. Dachte ich, testen wir auf jeden Fall mal aus, was diese Firma kann. Ich glaube, es hat um die 16 Euro gekostet. Fand ich okay. So wie ein Catrice-Preis. Kommt auch mit so einer Folie drum. Genau, dann habe ich bestellt von OPV Beauty. Ich mag Paletten nicht, wo es so durcheinander ist. Auch so ein Schieberle und ich habe schon in die Paletten reingeguckt, um zu gucken. Die heißt Spotlight, heißt diese Palette. Sehr komisch, weil ich schon eine habe. Kommt auch eine Schutzfolie drum. Und so sieht die Palette aus. Ich finde nicht gerade für den Sommer was oder auch nicht so richtig. Ich möchte eher sagen, dass es eher so eine Herbst- Winterpalette ist, weil es einfach relativ kühl und beerig und sowas zugeht und auch ein Duochrom und das ist auch ganz, ganz tolle Farben, sind da wirklich dabei. Also, ja, ich möchte die unbedingt austesten. Die hat jetzt nur noch auch um die 16, 17, 18 gekostet und für 30 Euro hätte ich es mir nicht gekauft. Dann kommt noch eine Palette von Laura Lee. Ich habe schon eine, das ist Boss Babe. Die kommt so daher, das ist so eine Mini-Palette, hat auch so eine Schutzfolie und die sieht so aus. Ich muss sagen, für 8 oder ja 8, 9 Dollar, Euro war das eine tolle Auswahl. Für mich auch keine Sommerpalette, um ehrlich zu sein, aber eher so eine ja Herbst und es ist eine ganz, ganz interessante Palette eigentlich. Es sind eigentlich nur Lidschattenpaletten, die ich da bestellt habe. Leider gab es keine Pröbchen, was ich echt schade finde, weil ich finde einfach Pröbchen, das ist so ein, ja, wir schenken dir was, weil du das alles eingekauft hast. Ja. Sehr viele Rabatte gab es da drauf. Die Palette hat auch so gummiertes Design. Diese kleinen Lidschattenpaletten finde ich gut. Die Lemonade von Laura Lee, von Dominique Cosmetics, fand ich jetzt nicht so der Knaller. Aber Laura Lee hat diese bunte Palette, die ich sehr feiere. Und auch die andere habe ich ja neulich benutzt. Die finde ich auch richtig gut. Also die macht wirklich. Dann durften zwei Nabla-Paletten mit. Einmal die Nabla Poison Garden, das war die letzte. Jetzt gibt es die Three Secrets Palette oder sowas. Die sieht so aus. Ich muss sagen, die ist ein bisschen größer als die andere. Ich weiß gar nicht von den Lidschatten her, wie viele da drin sind. Hat einen großen Spiegel, was sehr, sehr praktisch sein kann einfach. Dann hat sie diese Farben drin. Es hat mich angesprochen, war sehr reduziert für 25 Euro. Normalerweise kostet es 39 noch was. Für 25 Euro, was in Ordnung. Also ich habe dann wirklich 15 Euro gespart. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die 29 Euro gekostet hat oder... ich fand es einfach interessant. Eine tolle Alltagspalette mit ein paar Eyecatchers. Super spannend und ja, durfte mit. Ich werde auf jeden Fall mit euch zusammen testen und euch eine gescheite Review geben, wie ich denn die Paletten finde, ob sich das überhaupt gelohnt hat. Dann hier die Soul Blossing. Ich muss sagen, das ist für mich echt eine Frühlingspalette. Die schreit einfach Ina. Ina, hallo, hol mich hier raus. Ich bin ein Frühling. Und so sieht die aus. Auch ein großer Spiegel. Wie viele Lidschatten waren da jetzt drin? 15 und hier sind nur... Hier sind nur 12. Also ja, eine komplette Reihe haben sie rausgenommen. Aber sehr, sehr schöne Farben. Man kann wirklich einen tollen Look, denke ich, zaubern. Ich bin sehr zufrieden. Das war's hier. Dann habe ich eben so Kärtchen gekriegt und keine Ahnung. Coole Palette feiere ich. Und ja, da ist einfach kleiner. Wir werden testen. Ciao!